Yo, servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den 11. Fusionsserver an. Wir schauen nach, welche Spieler spielen hier drauf. Welche Gilden könnten sich zusammen fusionieren. Wie stark ist der Server im Ganzen? Ja, und wie gefährlich kann er einfach anderen Fusionsservern werden? Das sehen wir uns alles jetzt an. Ich bin hier schon mal auf dem 13. deutschen Server. Und ja, also ich denke mal, auf dem 13. Server, da wird sich die meiste Post abspielen, was so die Gilden angeht. Denn hier ist halt Fatzy Fight Club. Und Fatzy Fight Club ist halt hier ganz weit vorne. Mit dabei in der EHOF. Genau, Platz 9 derzeit in EHOF ist halt die Gilde von W70. Den Spieler kennt man auf jeden Fall. Der hat gefühlt 30 Accounts. Der Gute hier. Auch schon sehr, sehr hoch mit dem Char hier. Ist, glaube ich, auch sein Main-Char oder sein höchster Char zumindest, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht sicher, aber ja, ich glaube, einen höheren hat er gar nicht. Hier ist zum Beispiel der Tim, kennt man. Die Nachteule kennt man, ja. Rhabarber. Stufe 700 erreicht, ja, jetzt vor kurzem. Glückwunsch an dich. Also ganz, ganz viele Spiele, die man kennt. Ja, in hier Fatzy Fight Club mit einem extremen Abstand zu Platz 2. Also das ist schon echt heftig. Ja, mit einem Durchschnittslevel von 597. Und die Gilde, ja, also wenn sich diese Gilde entscheidet, mit einer anderen Gilde zu fusionieren oder mit mehreren Gilden, dann kann das Ganze echt gefährlich werden. Wir schauen jetzt mal rein in meine SF-Tools-Liste, wer hier noch alles spielt. Warte, ich kann hier noch die Cam, genau, ganz professionell, die andere Seite machen. Hier, genau, erstmal, das sind die Top 50 wieder. Insgesamt 14 Server sind dabei, genau, habe ich mich nicht vertan. Eben halt Server 13 bis Server 24 und dann nochmal 7 Games und RTL sind dabei. Ist jetzt nicht die größte Fusion. Mein Fusionsserver, also Fusion 9 hat 13 Server. Ich glaube Fusion 8 waren 8 Server, wenn es mich gerade nicht täuscht. Aber die größte Fusion, ich weiß gerade nicht, ob es bislang die größte Fusion ist. Aber ja, die große Fusion, die noch ansteht, ist auf jeden Fall Fusion 10, war es, ne? Die polnische Fusion mit 16 Servern. Ja, also das ist echt richtig krass. Aber die Fusion kann auf jeden Fall nicht mithalten mit dieser Fusion. Ihr seht, ich habe hier schon mal nach Basispunkten sortiert. Dann kann man ganz gut abschätzen, wie stark der Fusionsserver ist. Hier sind 22 Spieler, gibt es mit 300.000 Basispunkten. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und insgesamt mit 200.000 Basispunkten gibt es 101 Spieler. Ja, also, und das kommt ziemlich nah ran an F8. Also nicht ganz, aber F8 hatte, glaube ich, 126 Spieler mit 200.000 Basispunkten. Ja, also sehr, sehr gut dabei sind hier. Ist ja diese Fusion. Genau, hier ganz oben Nachteule. Der Leon kennt man natürlich, habe ich ein Video dazu gemacht. Genauso wie zu einer Nachteule. Leon hier in Who is Who, die Gilde kennt man auch natürlich. Ja, die beiden Spieler hier extrem stark dabei. Rhabarber, wie schon gesagt, genau. Dom Dark, auch ein sehr, sehr starker Spieler. Auch in den Top 10 bei den gemachten Basispunkten dabei in diesem Jahr, sehr, sehr stark dabei. Rincewind kenne ich auch vom Namen her. Hier Rotschopf mit seinen beiden Accounts kenne ich. Boom kennt man auch, Stufe 700 erreicht. In den Shadow Wolves in der Gilde. Who von Who is Who, der Gildenleiter, kennt man natürlich auch. Ja, also extrem krasse Spieler. Auch hier Superhecht. Spielt auch auf meinem Fusionsserver. Genau. Hier nochmal W70. Ein anderer Char quasi von ihm. Auch Stufe 690. Also W70 hat einfach so viele Chars. Hier sein S13 Char. Ich kann mal suchen, ob er hier noch mehrere Chars hat. W70. Ne, okay, zwei Chars hat er hier. Wäre auch krass gewesen. Ja, könnte man eine ganze Gilde vollstopfen, nur mit W70. So, und wieder zurück. Ja, vom Level her sortiert könnten wir es auch mal machen, kurz. Das sieht so aus. Also zwei Spieler Level 700. Ja, okay, und dem einen guten Abstand zu Nachtweiler und Rincewind. Okay. Ja, aber immerhin schon mal zwei Level 700 Spieler. Total Stats sehen so aus. Wartet. Genau, Nachteule hier natürlich ganz, ganz weit oben dabei. Aber man muss sagen,
der Leon dürfte normalerweise auch, ja, entweder Platz 1 oder Platz 2 sein. Der hat aber, glaube ich, gerade keine Tränke drin, ne? Genau, keine Tränke, deswegen ist das der Fall. Und auch kein Reittier, warum auch immer. Wahrscheinlich macht er die Taktik, um Pilze zu sparen. Ja gut, aber Nachtholer dürfte auf jeden Fall von Total Stats her bei weitem Platz 1 sein. Ist jetzt hier vom Equipment her, Leon hat da 8000 Punkte weniger als Nachtholer in den insgesamten Punkten. Was auch zum Großteil an den Edelsteinen liegt, sehe ich gerade. Okay, interessant. Gut, ja. Wir können auch nochmal hier auf Leons Server schauen, weil die Gilde Who is Who, die möchte ich mir auch anschauen, wenn ich ehrlich bin. So, S18. Da schauen wir jetzt rein. Who is Who? So, ja, auch ziemlich, die dominieren auch ziemlich hier ihren Server. Auch, ja, sehr stark. Aber gerade ein Slot frei. Aber vom Durchschnittslevel her nicht so stark wie Fancy Fight Club. Aber hier, Leon ist dabei, Kahu, sehr starke Spieler, Soft kenne ich. Kriegerherz kennt man natürlich vom Discord. Ja. Wen kenne ich noch? Kenne ich noch jemanden? Nee, sonst kenne ich ehrlich gesagt niemanden vom Namen her. Ja, von meiner Liste halt, so vom Durchschauen natürlich kenne ich halt so Soft und Sivtron, X23 und so. Morphix, Stelze, aber das sind nicht Leute, die ich so auf jeden Fall kennen würde. Ja. Aber alle sehr, sehr starke Spieler. Sehr, sehr hoch dabei. Und wenn sich jetzt mal die Gilde Who is Who mit Fancy Fight Club verbinden würde, ja, fusionieren würde, dann würde ich sagen, gute Nacht. Ja, weil ich glaube, Who ist ja auch gut dabei. Wobei die haben, glaube ich, abgenommen sogar, ne, habe ich gesehen. Warte, kann ich auch suchen, glaube ich. Who is Who? Ja, Platz 34 sind sie. Die waren aber mal höher. Die waren mal. Ja, die waren doch in Top 10 oder nicht, wenn es mich nicht täuscht, oder Top 15 mindestens. Naja, also so sieht es auf jeden Fall bei S18 aus. Also Leon hat ja geschrieben bei meinem Interview, dass er eigentlich seiner Gilde treu bleiben würde, gerne. Ist halt jetzt die Sache. Wenn sich Fancy Fight Club jetzt dazu bereit erklären würde, ja, sie sind bereit für eine Fusion, würden sie dann zu einer anderen Gilde fusionieren? Weil halt jetzt zum Beispiel Leon halt keinen Bock drauf hätte, in eine andere Gilde zu wechseln, weil er treu bleiben würde. Ja, das sind alles so Fragen. Oder vielleicht, ja, gibt es dann bei der 11. Fusion dann zwei starke Gilden, ja? Einmal auf Basis von Fancy Fight Club und einmal auf Basis von Who is Who. Das sind Fragen über Fragen, Leute, wo ich sehr gespannt bin, wenn diese Fragen mal, ja, dann beantwortet werden, ja? Also in der Praxis dann, wenn die Fusion dann mal draußen ist. Genau, wir können nochmal hier Fetzi, oder was, Gilden, Fetzi, so durchsuchen. Und dann sehen wir, ja, also hier sind sehr, sehr viele starke Spieler dabei. Ja, auch hier, genau, da Rhabarber, Level 700. Sehr viele Level 600 Spieler auch. Ja, nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die unter Level 600 sind. Das muss man mal schaffen, das ist schon echt extrem. Hier, schauen wir mal, was es noch so für Gilden gibt. Nach Basispunkten wieder sortieren. Wer ist denn noch gut dabei? Also man sieht natürlich hier Fancy Fight Club und Who is Who am allermeisten. Wundert mich, dass man S14 nicht so sieht, sondern S18, ja. Obwohl S18 halt jünger ist als S14. Wer spielt aber hier so auf S14? Da sieht man gar keinen, außer hier Superhecht. Endgegner, ja, gibt's noch. Oder hier Wildhorde sieht man ab und zu. Die können wir auch mal kurz durchsuchen. Wildhorde. Ja, okay. Oh, die Gilde ist nicht mal gefüllt. Was? Endgegner? Endgegner, wie sieht's da aus? Ah doch, die Gilde ist schon gefüllt. Ich Idiot, nur das sind nicht. Ich habe ja nicht alle Spieler dabei. Ich habe nur die Top 50 von jedem Server, ja. Das ist natürlich dann klar, ja. Aber wir können ja mal, wartet mal, Endgegner ist auf S14 und Wildhort war wo jetzt? S23. Auf S23 will ich sowieso gehen, weil da ist halt Domdark dabei. Einer der allerbesten Goldspieler, wie es aussieht, für 2023, ja. So, das war jetzt der hier. Wildhort. Oh, okay, und sie teilen sich anscheinend ganz gut den Rang hier mit der Platz 2-Gilde. Awesome Girls.
Geil. Wobei, warte, wie sieht da das Durchschnittslevel aus? Ja, okay, doch, ziemlich ähnlich. Also ich denke mal nicht, dass Wildhort hier eine 100%ige Chance gegen Awesome Girls hat. Domdark, der Gildenleiter auch hier, Rotschopf ist hier dabei. Genau. Also ja, und wenn sich halt solche Gilden halt bereit erklären, ja, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen auch mal stark dabei sein, hoch in der EHOF. Und wenn die sich dann entscheiden, ja, rüber zu wechseln in eine andere Gilde, sagen wir mal, die Basisgilde ist Fancy Fight Club, dann gute Nacht, Leute, ja, dann ist echt heftig. Also, ich kündige jetzt schon mal an mit F8 und mit F11, auf jeden Fall, dass Phoenix vom Thron gestoßen wird, ja. Phoenix wird auf jeden Fall nicht mehr Platz 1 sein, ist einfach so. Sondern Platz 3, Platz 4, sowas. Ab und zu vielleicht noch Platz 2, wenn sie ein paar Mal, ja. Sie werden halt eine gewisse Prozentchance noch haben, wo sie noch gewinnen werden gegen eine fusionierte Gilde von eben solchen Fusionsservern. Und da werden sie ab und zu noch Platz 2 sein vielleicht, so, wenn sie Glück haben. Aber ja, ist halt auch ein bisschen unfair, oder? Was haltet ihr davon, wenn durch diese Fusionsserver jetzt, dadurch, dass so viele Server und auch eigentlich aktive Server zusammen fusioniert werden, dass dann, ja, Phoenix hier vom Thron gestoßen wird. Ich habe es ja schon mal gesagt, man hätte eigentlich aus den deutschen Servern zwei, also die hätte man splitten können in nochmal zwei Fusionen. Wurde jetzt sich anders entschieden. Was haltet ihr davon? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Ja, aber so sieht es halt auf jeden Fall aus. Das sind halt so die stärksten Spieler hier auf S, nee, auf F11, genau so rum. Ja, also sehr, sehr gut dabei. Die zweitstärkste Fusion, so wie ich es jetzt bislang gesehen habe, nach F8, also F8 ist wirklich extrem. Also aus F8 hätte man echt zwei Fusionen machen können, weil der Server wird halt echt alles zerstören. Aber naja, na gut. Klar, ja, wir schon wissen, was sie tun. Ja, das sieht so aus. Das war's auch mit dem Video. Würde ich sagen, ich habe euch alles gezeigt. Mehr gibt's nicht zu zeigen. Wir können gespannt sein auf eben die Fusion. Es wird uns alle umhauen, würde ich schon mal sagen. Ja, wir können gespannt sein. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.